Wir haben Urlaub an der Ostsee gemacht in Neuruppersdorf. Das ist 3 Kilometer vom Zehlendorfer Strand entfernt. Hier beim Herrenhaus. Hier gibt es ganz viele Pferde. Rechts sind dann die Reitplätze und auch riesige Koppeln und das gesamte Grundstück ist riesengroß. Ja, das ist jetzt hier die Frontansicht von dem Herrenhaus. Können sich die Gäste überall hinsetzen. Der Eingangsbereich, der wird eigentlich nur zur Deko genutzt. Dann haben wir hier so einen kleinen Lounge-Bereich. Das ist meistens, wenn die Leute hier heiraten, für das Hochzeitspaar. Ja, und hier ist der Flur, da geht es dann hoch zu den Zimmern, die auch wunderschön eingerichtet sind. Hier haben wir jetzt den Außenbereich, da gibt es eine Feuerstelle, auch wieder genügend Sitzplätze, kleinen Teich mit einem langen Steg. Kann man sich abends auch schön hinsetzen, weil alles schön beleuchtet ist, also das Herrenhaus und auch die ganzen Bäume werden angeleuchtet. Da hinten ist das Tiny House, das haben wir uns gemietet. Das seht ihr dann auch noch mal. Ja, also ein riesengroßes Grundstück, wo ihr auch mit Kindern gut Urlaub machen könnt. Hier sind noch mal ein paar Sonnenliegen. Da oben ist dann auch noch mal ganz viele Sonnenliegen sind da für die Gäste, obwohl momentan irgendwie keiner da war, weil die meisten Gäste bleiben so 1 bis 2 Tage für die Durchreise. Unsere Kinder haben ja ein bisschen gespielt, sind mit den Fahrzeugen gefahren, weil mir das vorne bei den Autos ein bisschen zu unsicher war. Ja, und das ist halt auch zum Frühstücken, kann man sich raussetzen. Wir haben auch Kaninchen und Tauben. Hier haben wir auch noch mal einen riesen Spielplatz sozusagen für die Kinder mit Torwand. Auch für die Erwachsenen noch mal eine Schaukel, die überdacht ist. Ja, da kann man sich abends schön hinsetzen. Es gibt auch was für die ganz kleinen Kinder, eine Schaukel. Für die bisschen größeren Trampolin natürlich. Und vorne stehen die Fahrzeuge. Wir entdecken gerade das Tiny House. Na, Lulu? Ja, wir entdecken nämlich das Tiny House. Wir sind gerade erst angekommen. Das ist die Liegefläche. Cool. Und das ist irgendwie keiner da. Mutschleife. Mutschleife. Das ist das Tiny House, versteckt im Gebüsch. Da wohnen wir 20 Quadratmeter hier. Yeah. Und mein kleiner Kinderbastein hüpfen. Ja. Schöne Terrasse, überdacht. Das ist das Tiny House von innen. Normalerweise sind das Sofaflächen. Jetzt ist umgebaut zu Betten, 90 mal 2 Meter. Insgesamt können hier 4 Personen übernachten, 2 oben, 2 unten. Ihr habt hier eine kleine Küche mit 2 Herdplatten. Dann habt ihr genug Stauraum. Ihr könnt unter den Betten eure Koffer verstauen. Dann habt ihr rechts von den Betten ganz oben nochmal einen Stauraum. Ihr habt hier einen Kühlschrank, ihr habt einen Toaster, ihr habt einen Wasserkocher. Das ist alles da. Töpfe, Teller, Tassen, Besteck. Auch alles vorhanden. Wenn ihr Urlaub macht, vielleicht nochmal einen Quirl mitnehmen oder halt einen Messbecher, falls ihr das braucht. Der Kühlschrank ist mit Gefrierfach. Hier habt ihr nochmal Stauraum. Die Küche ist süß. 2 Herdplatten, Backofen, alles da. Das Badezimmer ist auch hochwertig eingerichtet mit einer Dusche. Da ist auch Duschpflegeartikel sind da, Seife ist auch da, fürs Gesicht ist auch was zum Reinigen, ihr habt sogar Bodylotion. Nur auf die Toilette sind wir nicht gegangen, weil das so eine kompostierbare ist. Wir haben dann Schlüssel fürs Herrenhaus bekommen und konnten dann da gehen. Hier waren wir dann den ersten Tag am Timmendorfer Strand. Es war nicht das beste Wetter, hat danach auch angefangen mit Regnen, aber dafür war es halt total leer. Die Kinder hatten trotzdem ihren Spaß. Ein paar Quallen waren im Wasser, aber zum Glück keine Feuerquallen.
Ohrmuscheln habe ich doch auch. Mama, guck mal, Christoph hat mir ganz viele Muscheln gezeigt. Sogar eine große hat es. Wer kennt sie nicht? Die Möwen, die haben auch immer alles abgegrast, ob sie ja irgendwie was zu essen finden. Wir haben das schönste Urlaubswetter. Die ganze Zeit nur Regen. Als dann die ganze Zeit geregnet hat, sind wir dann mit den Kindern ins Sea Life gegangen. Man muss sich auf jeden Fall buchen, weil sonst kommt man nicht rein, weil es einfach viel zu voll ist. Da gibt es solche Kuppeln, da können die Kinder dann reingehen und können dann die Fische beobachten. Das fanden wir auch super spannend. Dann haben wir jetzt hier das Haibecken. Da schwimmt auch eine Schildkröte drin. Also so eine Riesenschildkröte habe ich auch noch nie gesehen. Sieht auch richtig schön aus. Eigentlich bin ich ja eher weniger für sowas, weil ich finde halt immer, dass die Aquarien da drinnen viel zu klein sind für die Tiere, die da halt drinnen leben. Gerade für Haie. Man hat es auch in einem Becken gesehen gehabt. Da sind die einen Haie, die sind die ganze Zeit oben geschwommen, also weil die wahrscheinlich schon total gaga sind. Ich habe es wirklich nur gemacht jetzt wegen den Kindern. Aber ansonsten, ich für mich alleine würde da jetzt nicht reingehen. Das ist mal ganz schön zu sehen. Aber ich finde es halt schon ein bisschen Tierquälerei. Ja, halt. Schöne Haie. Sieht man ja sonst nicht. Auch die Schildkröte. Mega schön. Riesengroß. Und wie gesagt, habe ich so auch noch nicht gesehen. So eine riesen Schildkröte, die da schwimmt. Das ist schon beeindruckend, ja. Es war auch ziemlich viel los. Also. Und es ist auch ziemlich schwül da drinne. Meistens seid ihr so in 20 Minuten dann draußen, weil, ja, ich meine, es gibt schon ein bisschen was zu sehen, aber so extrem groß ist es jetzt auch nicht. Hier seht ihr nochmal Quallen. Quallen sind eigentlich auch wunderschön, wie man hier sieht. Ich weiß gar nicht, ob die sich gestört fühlen dadurch, dass sie so angestrahlt werden oder ob die das vielleicht nicht mitkriegen. Hier, das war cool. Es gab ein Kühlbecken für die Kinder. Die konnten alles anfassen. Ich habe Angst bei denen. Ja, der Lulu nicht Angst für ihren Kind, obwohl die eigentlich nichts machen, weil die sind ja da eh in dem Aquarium drin. Auch riesengroß, ne? Hier haben wir jetzt die Piranhas. Da könnt ihr sogar bei der Fütterung zugucken. Ich glaube 15.30 Uhr ist das. Haben wir leider verpasst. Schöne Gehege haben sie ja, aber wie gesagt, also ich persönlich finde es zu klein. Der Scheibenputzer war echt süß, der war auch wirklich richtig groß. So einen großen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Richtig gutes Wetter haben wir heute. Aber egal, ist nicht so schlimm. Am nächsten Tag waren wir dann in Liendorfer Strand, auf dieser Strandbrücke. Den Tafeln konnte man jetzt sehen, wie es zu den 20er, 50er und 70er Jahre da am Strand war. Ihr habt perfekte Aussicht, es ist keiner da, weil es geregnet hat. Gibt es auch einen schönen Kompass. Und die Aussicht ist halt einfach mega klasse. Das Wetter war zwar nicht schön, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. So, ich koche jetzt hier im Tiny House. Heute gibt es Spaghetti Bolognese. Ja, irgendwas Einfaches, weil ihr habt ja auch nur zwei Herdplatten. Aber es reicht auf jeden Fall. Gegessen haben wir immer draußen auf der Terrasse. Man kann auch drinnen essen, aber draußen ist halt einfach mehr Platz. Und man hat ja auch eine perfekte Aussicht.
Nächsten Tag waren wir dann wieder in Niendorf und zwar im Vogelpark, weil es war wieder Regen angesagt. Ja, muss man sich halt immer überlegen, was man dann halt genau macht. Die Kinder hatten ihren Spaß in den Pfützen auf jeden Fall. Es gab viele Eulen, große, kleine. Überall lagen auch Küken rum, weil das fressen die ja. Ihr seht da mal ein paar Vögel. Der war ein bisschen unheimlich. Ich glaube, das war ein Hornvogel. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war einer. Der ist auch riesengroß. Der wirkt gar nicht so. Flamingos auch überall vertreten. Tiere hier haben auch fast alle Patenschaft. Der konnte fliegen, der hat aber auch nicht so ein Riesengehege gehabt, fand ich auch ein bisschen schade. Dann waren da noch zwei, die hatten ein offenes Gehege oben, die konnten nicht mehr fliegen, weil die irgendwas am Flügel hatten. Ja. Das war in Niendorf. Wir sind jetzt hier ein bisschen am Spazieren gehen. Hier wachsen überall Brombeeren. Da hinten sind auch schon extrem viele reif, schmecken auch extrem gut. Dann haben wir uns jetzt gerade Fahrräder mitgenommen und Laufräder für die Kinder. Die fahren jetzt hier. Ja, es gefällt mir. Wir haben schnell einen Erdbeerkuchen gemacht. Die Erdbeeren schmecken ja richtig süß von den Bauern. Es sind zwar ein paar Brocken oben drin. Ich hatte halt leider keinen Quirl. Kann man jetzt nichts machen. War lecker. Am nächsten Tag waren wir in Travemünde bei der Sandkunst, weil es mal wieder geregnet hat. Ja, das war halt richtig interessant. Das habe ich noch gar nirgends gesehen. Also ich weiß, dass es sowas gibt, aber wusste jetzt nicht, dass das gleich in der Nähe ist. Also seht ja selber, wunderschön gearbeitet da in den Sand rein. Ich glaube, das ist noch bis zum Herbst da. Also falls ihr in der Ostsee Urlaub macht, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal hingehen. Das lohnt sich. Die haben auch am Eingangsbereich, könnt ihr schön essen und haben riesengroße Sandkästen für die Kinder. Das heißt, die Kinder können dann halt da buddeln, wie sie wollen, haben da ihren Spaß und ihr könnt in Ruhe einen Kaffee trinken, könnt auch was essen. Und die haben da auch so Videobildschirme, da wird gezeigt, wie sie das Ganze aufgebaut haben, also wie die den Sand hingeschafft haben, wie die den so verdichtet haben, welche Künstler damit am Werk waren. Das sieht man da halt alles. Es war gar nicht so voll, also man hatte schon gut Platz, um da zu gucken. Wir haben wirklich wunderschön gearbeitet. Berühmte Filmtitel war, glaube ich, das Motto dieses Mal. Ja. Also man braucht nicht so lange, um da durchzugehen. Ungefähr, weiß ich nicht, auch 20 Minuten. Aber meistens geht man so 2 bis 3 Mal durch, weil es halt einfach so interessant ist. Na, zurück in die Zukunft. Kennen wir auch alle. Der war so süß. Ja, da ist auch für jeden was dabei. Na, für die etwas Älteren. Für die Jüngeren. Kennt sie ja alle. Indiana Jones. Ja, und jetzt hier für alle Harry Potter Fans. Das war auch richtig groß und wirklich richtig gut. Sprechen gut. Ja, einfach Wahnsinn, ne? Wie gesagt, wenn ihr jetzt gerade Urlaub macht an der Ostsee und ihr habt auch schlechtes Wetter oder auch wenn schönes Wetter ist, das ist auf jeden Fall sehenswert.
Ja, Hammer, das eiskalte Händchen, das fand ich auch richtig cool, dass sie das jetzt gemacht haben, weil das ist ja jetzt auch wieder auf Netflix. Wednesday. Okay, ich finde Wednesday vom Gesicht her passt nicht so ganz, aber die restlichen ähneln doch schon den neuen Schauspielern. Ja, Charlie Chaplin. Tic und Toe. Der blaue Engel. Also wirklich richtig gut. Ich muss auch echt sagen, ich war echt so ein bisschen am Verzweifeln, weil ich halt nicht wusste, was ich halt bei so extrem schlechtem Wetter machen sollte mit den Kindern, weil man kann ja nicht die ganze Zeit in diesem kleinen Tiny House bleiben. Und ja, am Strand war es zwar schön, aber es war halt auch, man hat die Decke ausgebreitet, ist man richtig nass geworden und war einfach nur total durchnässt. Das heißt, es war halt auch nichts. Deswegen war ich ganz froh, dass wir es gefunden haben. In Lübeck waren wir natürlich auch in der Marienkirche. Da lade ich aber wahrscheinlich noch mal ein separates Video hoch. Hier seht ihr noch mal Star Trek. Auch wunderschön gearbeitet. Und die sind halt, die Sandskulpturen, die sind halt auch extrem hoch, ne? Wie jetzt von Ghostbusters, der ist ja riesig. Und wir sind wieder nach Hause gefahren. Wieder 2 Stunden Stau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.